Hallöchen und herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast, dem Podcast, der Mutterherzen eine Stimme gibt. Ja, heute gibt es mal wieder nur mich zu hören. Heute hole ich quasi eine Podcast-Folge auf. Für alle, die mir auf Instagram nicht folgen, ich muss mich entschuldigen, letzte Woche kam ja keine Podcast-Folge raus. Und ich möchte auch hier nochmal erzählen, dass einzig und allein die liebe Christine Graf von Die friedliche Geburtsschuld ist. Die hat nämlich mit ihrer 100. Jubiläumsfolge so eine wundervolle Fantasiereise rausgehauen für Kinder, dass ich tatsächlich abends mit den Kindern eingeschlafen bin und so ziemlich durchgeschlafen habe. Und deswegen kam es leider keine Podcast-Folge. Vorab möchte ich mich jetzt auch noch entschuldigen. Ich habe einen mega lästigen Reizhusten. Weshalb es gut vorkommen kann, dass immer mal wieder ein paar Schnitte zu hören sind. Aber ich möchte jetzt heute auf jeden Fall eine Podcast-Folge aufnehmen. Also wenn ihr heute meine rauchige, sexy Stimme hört, wisst ihr, woran es liegt. An einem ekelhaften, nervigen Reizhusten. Genau. Heute geht es um ein Thema, das ich ehrlich gesagt von mir selber aus nie angesprochen hätte, weil ich mich persönlich dann nicht als Experte sehe. Aber irgendwie macht es ja auch den Muttersprache-Podcast so ein bisschen aus, dass ich halt einfach, ja, frei von der Leber weg Quatsch und halt auch einfach ein stinknormaler Mensch bin und halt einfach das erzähle, was in unserem Leben halt so abgeht. Oder wie wir halt so leben. Genau. Deswegen hört ihr ja hierzu nicht mal an. Also wenn das anders ist, dann sagt mir gerne Bescheid. Oder schaltet jetzt einfach ab. Genau, und jetzt geht's los. Nimm dir eine Tasse Kaffee oder einen Tee oder einen kalten Kaffee, der von heute in der Früh noch dort steht. Oder ich weiß nicht, vielleicht liegst du auch mit deinem Kindchen gerade im Bett. Dann entspann dich einfach mal und lausche meiner sexy, kratzigen Stimme, wie ich über die Beziehung mit meinem Marzilein quatsche. Also jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören. So, ja, dann erzähle ich mal, wie das bei uns so ist. Also erstmal gab es einfach so häufig die Anfrage, ich soll doch mal über unser Beziehungsleben sprechen, weil doch alles immer so rosarot bei uns scheint und ich bin immer so gut drauf und wir sind so witzig und es wirkt alles so harmonisch. Und also erstmal muss ich wirklich damit aufräumen, dass irgendwas immer rosarot ist oder irgendwas immer harmonisch ist. Bei uns ist nämlich alles andere als immer harmonisch. Also wir haben natürlich eine glückliche Ehe, so unterm Strich. Sonst würden wir das beide, glaube ich, auch einfach nicht mehr machen. Ja? Also da sind wir ja schon ehrlich zueinander. Wenn wir beide nicht mehr glücklich wären, dann weiß ich auch nicht. Man muss sich ja jetzt nicht durch eine Ehe quälen. Aber für mich gehört zu einer Ehe nicht dazu, dass man immer rosarot ist und immer alles super toll ist. Für mich ist das wirklich so ein Auf und Ab und ich habe mit meinem Mann einen Partner in Crime, mit dem ich einfach mein Leben meistere und ja, wir haben verschiedene Projekte so in unserem Leben, das wir halt meistern und jetzt ist Projekt Kinder dran und ja, wie soll ich das erzählen, ihr seid ja selber Mamas, da gibt es schon Konfliktpotenzial, würde ich jetzt mal sagen, ja, also gerade auch in der Patchwork-Konstellation muss ich wirklich sagen, merke ich einfach immer wieder, wie wir alle an unsere Grenzen kommen. Und es ist einfach so, wir sind alle nicht als Eltern auf die Welt gekommen. Das ist für uns alle eine neue Herausforderung. Man war noch nie Eltern von einem Einjährigen, noch nie von einem Zweijährigen, noch nie von einem Dreijährigen, noch nie von einem Teenie. Das passiert ja alles für uns auch ganz neu. Und man war halt in dieser Situation vorher so noch nie. Und dann muss man oder darf man da einfach zusammenwachsen. Dann kommt man ja auch noch von unterschiedlichen Familien oder von unterschiedlichen Herkunftsfamilien. Man hat unterschiedliche Erziehungen genossen, unterschiedliche Systeme in der Familie und das prallt halt dann erstmal aufeinander und da kracht es halt auch manchmal im Karton. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die es nicht verwerflich findet, dazu zu stehen, dass es Streit in der Ehe gibt. Also ganz im Gegenteil, ich finde es eher ungesund, immer den anderen Menschen vorzugaukeln, sich selber vorzugaukeln und den Kindern vorzugaukeln, dass immer alles rosarot ist und alles passt, wenn es denn eigentlich manchmal gar nicht so ist. Also vielleicht lehne ich mich jetzt damit aus dem Fenster, aber unsere Kinder kriegen tatsächlich auch Konflikte von uns mit und ich verheimliche das nicht, das wird natürlich nicht komplett hier eskalieren, so ist es nicht. Und selbst wenn man mal übers Ziel hinausgeschossen hat, gibt es die Möglichkeit, sich zu entschuldigen. Aber ja, unsere Kinder bekommen mit, wenn wir Konflikte haben. Und die Kinder bekommen auch mit,
wenn wir diesen Konflikt wieder gelöst haben. Weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder eine ehrliche Beziehung erleben, die eben nicht immer rosarot ist, weil irgendwann werden die auch Mama und Papa sein und irgendwie sollen sie ja auf irgendwas zurückgreifen können und sich nicht denken, oh Gott, meine Eltern, die haben das immer alles super toll geschafft. Warum kann ich das nicht so? Oder ja, ich weiß nicht, Konflikte können ja auch irgendwie zum Leben dazu und ich finde, da braucht man keine Angst davor haben. Genau, so viel zu dem Thema auf jeden Fall mal. Das war mir für den Eingang auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig zu sagen, dass ich aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, ich niemanden kenne, bei dem alles immer rosarot ist und bei dem alles immer toll ist und man nie Streit hat und man nie Konflikte hat. Ich persönlich kenne es nicht und ich würde es so auch nie vorleben wollen. Jetzt kommt mein Kleiner hier oder mein Großer. Hallo, was machst denn du hier? Was magst du? Du magst mir zuschauen? Schau mal, da muss man hier reinsprechen. Möchtest du mal was sagen? Ah, was ist das für eine Sprache? Skam. Skam? Wie? Wie? Kenne ich noch gar nicht die Sprache. Du, ich erzähle heute ein bisschen von der Mama und vom Papa. Wie ist denn die Mama und wie ist denn der Papa so? Ganz gut. Die sind ganz gut? Ja? Gehst du jetzt wieder, Mäuschen? Ja? Magst du was sagen? Tschüss! Machst du die Tür zu? Ich komme! Danke, mein Schatz. So. 5 ausgedruckte Malvorlagen und ich weiß gar nicht, 2-mal trinken und 5-mal hier reinschreien. Später bin ich also wieder am Start und muss jetzt mal kurz überlegen, wo ich stehen geblieben bin. Genau, löse dich von dem Gedanken, dass es die perfekte Ehe oder die perfekte Beziehung gibt. Die gibt es nämlich aus meiner Sicht nicht. Oder sie ist halt einfach nur so gut und so perfekt wie das, was du draus machst. Das war nämlich so echt so ein mega krasser Aha-Effekt in den letzten Wochen erst, was mich jetzt auch dazu bewegt hat, eine Podcast-Folge dazu aufzunehmen, weil mir nämlich wirklich nie bewusst war, welch großen Anteil, das hört sich jetzt so bescheuert an, wenn ich das so ausspreche, weil eigentlich ist das schon sinnig, aber mir war es wirklich nie bewusst, welch großer Anteil ich an diesem Ganzen habe und was ich wirklich aktiv verändern kann in unserer Beziehung. Es gab einfach eine Phase, in der ich wirklich ziemlich unzufrieden war. Und zwar nicht unzufrieden unbedingt in unserer Beziehung, es war auch ein Teil davon. Aber ich denke, wenn man unzufrieden mit sich selber ist, dann wird sich das so peu à peu einfach auf die anderen Lebensbereiche ausbreiten und so war es halt. Natürlich dann auch. Mir war aber nicht bewusst, dass der Ursprung ich bin, sondern ich dachte halt, dass unsere Lebensumstände gerade so anstrengend sind und alles nicht passt und deswegen bin ich so, so unzufrieden. Das war natürlich andersrum. Also es war wirklich so, ich bin aufgestanden und ich habe nur die Dinge gesehen, die nicht passen. Es war, keine Ahnung, es hat angefangen von dem Garten, der immer noch nicht fertig ist, von dem Pflaster, das immer noch nicht gemacht ist, von der Socke, die wieder am Boden liegt, von der Wäsche, die nicht gemacht ist, von der Geschirrspülmaschine, die nicht gemacht ist. Und also es war wirklich an jeder Ecke habe ich die Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben und ich gehöre nicht zu den Menschen, die Dinge runterschlucken, die ihnen nicht passen, vielleicht wisst ihr das schon. Ich sage das dann immer alles. Also wenn mir dann was auffällt, dann sage ich das und dann motze ich natürlich den ganzen Tag, was heißt natürlich, dann motze ich halt den ganzen Tag so vor mich hin und das ist natürlich keine schöne Situation, für alle nicht, für den Partner nicht, für die Kinder nicht, für einen selbst nicht. Und ich bin da wirklich immer wieder glücklich und ich kann es nur immer wieder sagen, ich glaube, ich habe es in einem Podcast schon mal gesagt, dass ich dann einen Coach an meiner Seite habe oder auch eine Freundin, oder in meinem Fall ist es beides, die einen da helfen zu reflektieren. Ich habe nämlich natürlich dann mit ihr darüber gesprochen, was momentan so los ist und dass ich mit allem immer alleine da stehe und dass mich das so nervt und da ist da und das ist nicht gemacht und hier ist nicht gemacht. Und irgendwann kamen wir auf die Lösung, dass das Problem nicht die Umstände sind, sondern dass mein Problem das ist, was ich sehe. Weil du kannst natürlich auch aufstehen und dankbar sein für die Dinge, die du hast, oder du kannst aufstehen und dich darüber aufregen, dass halt die Socke da im Blick liegt. Das ist ja immer eine Betrachtungsweise. Wir haben dann mehr und mehr gemeinsam reflektiert und sind darauf gekommen, dass ich wirklich
viele Vorwürfe einfach hatte gegenüber meinem Mann. Und es ist einfach so, wenn man längere Zeit zusammen ist, dann sind dann natürlich auch Geschichten passiert, die der eine oder andere gut wegsteckt, der andere vielleicht ein bisschen weniger gut, oder dass man Entscheidungen getroffen hat, die sich im Nachhinein als falsch rausgestellt haben, oder dass man an dem Partner dann auf einmal Erwartungen hat, die er nicht erfüllt oder auch nicht erfüllen kann. Ja, und dann stapelt sich so Stück für Stück immer mehr Vorwürfe, die irgendwo vielleicht unter den Teppich gekehrt werden, die nicht angesprochen werden, oder selbst wenn sie angesprochen werden, dass man halt für ein paar Dinge auch einfach keine Lösungen findet. Da kannst du für dich ja einfach mal reflektieren, ob es da für dich auch was gibt, ob es irgendwas gibt, was zwischen dir und deinem Partner steht. Irgendwelche Vorwürfe, ich weiß nicht, vielleicht Konflikte in der Familie, die nicht so aus der Welt geschaffen wurden, wie du es gerne hättest. Und oder, weiß ich nicht, irgendwelche Erziehungsfragen oder irgendwelche Entscheidungen, irgendwas, was einfach noch zwischen euch steht. Ich habe einfach gemerkt, oder ich merke auch immer wieder bei Bekannten, dass das wirklich, je höher dieser Stapel wird, desto mehr steht es zwischen einem. Und ja, dass es auch wirklich dazu führen kann, dass man sich voneinander entfernt und man sich nur noch darauf fokussiert. Und sie hat mir dann ein super gutes Tool gegeben, das ich dann auch wirklich für uns angewendet habe. Ich habe einfach mal alles aufgeschrieben, was ich so insgeheim für Vorwürfe habe an meinen Partner. Das ist nichts Großes und nichts Schlimmes gewesen, aber es war dennoch irgendwie da und so, wie sagt man, Kleinfinger machen auch Mist. Und irgendwie war es dann doch schon so viel, dass es uns irgendwie, ja, dass es mich zumindest irgendwie beeinflusst hat. Ich habe das alles aufgeschrieben und habe es danach verbrannt. Und erst dachte ich mir, was für ein kompletter Scheiß, was soll das bringen? Aber ich sag euch, das hat wirklich was gebracht. Irgendwie ist es weg. Es ist weg und ich konnte ihm einfach wieder mit Leichtigkeit begegnen. Es war so schön. Ich konnte, plötzlich war auch wieder dieser Wunsch da, mit ihm alleine was zu machen oder einfach wieder diesem Paar sein, Raum zu geben und nicht nur dieses Elternsein, dieses Mann sein, Frau sein, jeder hat so seine Verpflichtungen, das muss gemacht werden, sondern auf einmal war wieder Raum dafür, boah, lass uns mal wieder durch die Küche tanzen oder boah, ich bin wach, die Kinder schlafen noch, ich möchte mich jetzt mit zu ihm kuscheln oder ja, so Kleinigkeiten, die halt einfach das Paarsein ausmachen und die leider so häufig im Alltag einfach untergehen. Natürlich noch mehr untergehen, wenn dieser Wunsch nach diesem Paarsein immer, immer kleiner wird. Und da darf man auf jeden Fall mal reflektieren, wenn man gerade in einer Phase ist, in der man einfach unzufrieden ist, in der man unglücklich ist, einfach mal wirklich zu hinterfragen, was ist mein Anteil daran und was kann ich dagegen tun? Ich habe mir zum Beispiel, ich habe mich gefühlt, als würde ich zu wenig gewertschätzt werden. Das war so ein Thema bei mir auch, dass ich ja alles mache und alles tue, aber keiner sieht es so richtig und keiner fühlt sich so richtig oder keiner, ja, wertschätzt mich so richtig. Und nach dieser Sache habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich auch aufgehört habe, meinen Mann für diese Sachen zu wertschätzen, die er eben macht. Das ist eben, wenn ich meinen Fokus darauf richte, dass halt da schon wieder die Socken und, am Boden liegen, klar, dann kann ich mich über die Socken aufregen, aber dann sehe ich eben auch nicht die Sachen, die er sonst so macht. Ich möchte jetzt ganz wichtig noch dazu sagen, dass du für dich auf jeden Fall mal grundsätzlich reflektieren solltest, ob du grundsätzlich in einer Beziehung bist, plus plus heißt für mich, beide Teile geben, oder ob du in einer Plus-Minus-Beziehung gibst, einer gibt und einer nimmt. Das ist nämlich für mich keine gesunde Beziehung und wäre für mich nicht möglich. Also ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen. Deswegen alle Sachen, die ich jetzt erzähle, da gehe ich von einer Plus-Plus-Beziehung aus, also von einer Beziehung, von denen beide Partner bereit sind, in die Beziehung zu investieren. Der eine vielleicht gerade mal ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Es ist ja immer so ein bisschen ausgewogen, aber natürlich gehe ich grundsätzlich davon aus, dass du dich in einer gesunden, glücklichen Beziehung oder in einer gesunden Beziehung befindest, in dem der Partner grundsätzlich den Wunsch hat, dich glücklich zu machen und mit dir den Rest seines Lebens zu verbringen. Das ist auf jeden Fall schon mal die Grundvoraussetzung. Wenn du natürlich jetzt in einer Beziehung bist, wo du immer gibst und dem anderen ist es eigentlich selbstverständlich, dass du alles machst und er ja so ungefähr nichts macht, dann gelten die Sachen, die ich jetzt sage, nicht für dich. Und wenn du da dann Hilfe brauchst, dann vielleicht einfach einen anderen Podcast hören.
bin ja auch kein Paartherapeut. Das wollte ich jetzt einfach nur nochmal sagen. Nicht, dass du jetzt gerade in einer Beziehung bist und du quasi dein letztes Hemd schon gibst und dir denkst, oh Gott, und dann soll ich da auch nur die Sachen, die zwischen uns stehen, verbrennen und ich kann nicht mehr. Also wie gesagt, diese Sachen, die ich heute erzähle, gelten für alle Beziehungen, die in einer Plus-Plus-Beziehung sind. So, jetzt haben wir das auch noch geklärt. Und jetzt möchte ich euch echt mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Überlegt mal oder erinnert euch einfach mal an die Zeit, an dem ihr euren Partner kennengelernt habt. Was ihr gefühlt habt, wie ihr euch da, was ihr empfunden habt, wenn ihr ihn gesehen habt, was da für Gefühle hochkommen. An den ersten Moment, als ihr ihn richtig mit Herzchenaugen angesehen habt und euch gedacht habt, oh mein Gott, dieser Mann ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe. Ich kann mir alles mit ihm vorstellen. Überlegt mal, wie ihr euren Freundinnen von ihm erzählt habt, mit breiten Grinsen und geschwärmt habt und Bilder von ihm rumgeschickt habt und euch einfach gedacht habt, wow, jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Oder vielleicht war es auch am Anfang gar nicht so bei euch, ein bisschen komplizierter. Aber egal, es gab auf jeden Fall mal in der Anfangszeit oder auch immer mal wieder eine Phase für euch, in der ihr einfach sowas von abgöttisch verliebt wart ineinander. Unabhängig von irgendwelchen Alltagssituationen, von Kindern, von Herausforderungen. Es war einfach nur eure Liebe da. Und ja, diesen Anblick nicht zu verlieren im Alltag, das ist einfach die große Herausforderung. Und die verliert man immer mal wieder. Aber sich da immer mal wieder daran zu erinnern und diesem Gefühl bewusst Raum zu geben und dem Partner wieder mit den Augen zu sehen, wie man ihn damals gesehen hat, am Hochzeitstag, am Kennenlerntag, an irgendeinen anderen ganz besonderen Tag, vielleicht im Urlaub, also um eure Hand angehalten hat, was, egal welche Situation euch jetzt einfällt, lasst es jetzt einfach mal hochkommen und erinnert euch wieder dran, was ihr euch alles versprochen habt und was ihr auch schon alles erreicht habt. Oh Leck, da werde ich jetzt direkt emotional, was ihr alles schon erreicht habt in der ganzen Zeit. Es ist einfach so, dass eine Beziehung und eine Liebe unglaublich viel und wenn nicht sogar alles ertragen kann und dass ihr euch versprochen habt, das gemeinsam durchzustehen. Und ich habe das bei mir selber gemerkt, manchmal habe ich vergessen, wo wir mal waren und wo wir jetzt sind und dass wir alles, was wir jetzt gerade haben, uns immer gewünscht haben, das haben wir gerade alles und es kann ja wohl echt nicht sein, dass ich wegen einer Socke, die jetzt irgendwo im Eck liegt oder irgendeiner anderen Lappalie diese Liebe vergesse. Das hat mich echt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, wie groß unsere Liebe eigentlich ist und was wir uns alles versprochen haben und was für einen wundervollen Mann ich habe und was für einen wundervollen Partner man hat und das auch einfach mal wieder zu wertschätzen, unabhängig davon, was einer macht und der andere nicht, sondern einfach mal wieder die Liebe wertzuschätzen, die man füreinander hat und dass das immer noch da ist. Auch wenn es manchmal vielleicht bloß klein flackert, ist diese Liebe immer noch da und dafür kann man so unfassbar dankbar sein. Man hat gemeinsam Kinder auf die Welt gebracht und war noch nie Eltern, ja. Es ist ja auch nicht so, dass wir da irgendwie einen Lehrgang gemacht haben oder so oder einen Lehrgang für Ehepaare oder keine Ahnung. Wir haben das ja alles noch nie erlebt, ja. Wir finden jetzt da irgendwie unseren eigenen neuen Weg. Und das ist echt krass. Und da kann man einfach mal stolz drauf sein. Und das ist alleine schon ein Grund, mal an einem Abend anzustoßen und zu sagen, ey, ohne Scheiß, was wir, dieses Projekt Kinder ist echt so herausfordernd und wir machen das, ja. Und auch wenn es gerade nicht unsere Honeymoon-Phase ist, kommt diese Honeymoon-Phase wieder, ja. Das einfach nicht zu vergessen, dass diese Liebe, die man hat, diese Liebe, die dazu geführt hat, dass wir jetzt Kinder haben, dass die, ja, vielleicht gerade mal auf Pause gedrückt ist oder vielleicht jetzt gerade eben nicht die Honeymoon-Phase hat, aber dass sie immer noch da ist, das kann man und darf man einfach regelmäßig feiern. Dafür muss es nicht irgendwie Valentinstag oder sonst irgendeinen Scheiß geben, sondern das darf man sich einfach regelmäßig echt immer wieder sagen, dass man ja einfach die größte Herausforderung gerade hat mit Kindern. Das ist halt einfach nicht ohne, ja. Und ja, darauf kann man stolz sein. Darauf kann man echt stolz sein und sich einfach wieder regelmäßig daran zu erinnern, wer man eigentlich ist. Oder wer man mal war und dass man derjenige auch immer noch ist, dass man gemeinsam gewachsen ist und immer noch da ist. Das ist wirklich, ja, dieser Sache einfach regelmäßig Raum zu geben. Genau, also ein Punkt, um vielleicht einen Punkt zu nennen, um irgendwas auf den Punkt zu bringen.
lasst doch eurem Paar sein einfach mal wieder Raum, euren Gefühlen, die ihr füreinander habt. Und wenn er gerade einfach nicht so viel da ist oder ihr gar nicht wisst, woher, weil ja so viel um euch herum passiert, dann erinnert euch einfach an die Zeit, die ihr hattet und lasst die Gefühle hochkommen und feiert euch einfach mal wieder. Also gebt eurem Paarsein einfach einen Raum. Und es muss gar nicht mehr sein, dass man auf ein Date geht oder dass man, was weiß ich, irgendwas ganz Besonderes macht. Oft ist ja auch Babysitter immer so ein Problem. Das Problem haben wir übrigens auch. Das gibt es auch überall. Aber sich einfach mal einen Abend gemeinsam zu machen, sich gegenseitig zu bekochen, da braucht man nicht unbedingt irgendwie groß irgendwo hingehen. Natürlich wäre das natürlich noch besser, aber bevor man gar nichts macht, gönnt euch einfach mal die Auszeit für euch und sprecht oder erinnert euch einfach mal wieder, wer ihr wart, wo ihr herkommt und was ihr einfach schon alles gemeinsam geschafft habt. Dann zum Punkt 2, wenn es denn überhaupt einen Punkt gibt. Ich werde jetzt hier einfach mal künstlich irgendwelche Punkte herbeirufen. Punkt 2, das finde ich auch persönlich wichtig, einfach mal auch sich selbst mal wieder Raum zu geben. Das machen wir in regelmäßigen Abständen auch, dass wir Abende haben oder Momente haben, in denen jeder 5 Minuten lang nur von sich erzählen darf. Und da geht es nicht darum, dass ich dann die Zeit nutze, um von mir aus zu erzählen, was ich ihm alles vorwerfe, sondern wirklich um Dinge, die einen gerade beschäftigen, die einen im Kopf rumgehen, Dinge, die man sich vielleicht wünscht oder Dinge, die einen glücklich machen oder ja, alles rund um alles, was dich gerade beschäftigt in 5 Minuten. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Mann am Anfang nicht so begeistert davon war und sich dachte, oh Gott, was soll ich 5 Minuten lang bitte sprechen? Und dann war es so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie soll ich 5 Minuten lang bloß die Klappe halten? Das war ganz witzig. Mir ist nämlich da auch erstmal aufgefallen, wie oft ich meinem Mann eigentlich ins Wort fall und wie gemein das überhaupt ist und wie leicht es meinem Mann fällt, mir zuzuhören und dass das auch echt ein Punkt ist, wo ich total dankbar dafür sein kann, dass er mir so aufmerksam zuhören kann, dass er echt einfach ein guter Zuhörer ist und auch was er in 5 Minuten so von sich preisgeben kann, ohne dass ich ihn unterbreche und was da alles so zum Vorschein kommt, welche gemeinsamen Dinge einen vielleicht gerade bewegen oder wo man ansetzen kann oder ja, wo man einfach mal wieder die Person ist, die man einfach ist, die eigene Rolle annimmt. Wir haben ja so viele Rollen in unserem Leben. Mama, Haushalt, Taxi, Schwester, Schwiegerin, Schwiegertochter, Organisatorin. Wir haben so, so, so viele Rollen und ich habe für mich echt gemerkt, dass meine persönliche Rolle, unabhängig von Mama sein, manchmal wirklich untergeht. Und das ist so ein Punkt, den ich auch in der Paarbeziehung total wichtig finde, einfach mal wieder seine eigene Rolle auch zu haben und das auch mit seinem Partner so auszutauschen, was einem gerade eigentlich beschäftigt im Leben. Unabhängig von dem ganzen Alltagswahnsinn, der einfach so ist. Und die Männer sind ja auch meistens lange arbeiten oder wenn man auch selber schon wieder berufstätig ist, fehlt ja oft auch der Raum für Gedanken und Gefühle, die man so hat. Und das ist wirklich eine Sache, die wir doch immer mal wieder regelmäßig machen. Oder ich auch, oft bin ich eher diejenige, der das wichtig ist, aber er macht es dann auch gerne für mich, dass ich dann einfach sage, Mensch, können wir einfach mal wieder 5 Minuten quatschen, erst du, erst ich. Mich interessiert einfach so, was gerade in deinem Kopf vorgeht und bei mir ist gerade so viel, das auch irgendwie gerade Raum braucht. Ja, und dann nehmen wir uns einfach diese 10 Minuten und das ist echt unglaublich heilsam und auch ja, irgendwie verbindend. Und dann fällt mir jetzt gerade noch ein Punkt zu Punkt 1 ein, dem mal wieder Raum geben oder der Paarbeziehung mal wieder Raum zu geben. Was ich nämlich in dem Zuge dessen auch gemacht habe, als ich mich erinnert habe, wo wir mal begonnen haben, weil wir sind ja immer noch die Menschen. Ich habe auf einmal wieder Dinge gemacht, die ich früher so gemacht habe. Ich habe Zettelchen geschrieben, ich habe mal dran gedacht, mir mal wieder einen Espresso rauszulassen, weil meistens ist mein Mann derjenige, der mir Tee oder sonst irgendwelche Aufmerksamkeiten, Rosen oder sonst irgendwas macht. Und ich habe einfach mal wieder begonnen, auch diese Dinge zu tun, die wir ja einfach früher so gemacht haben. Einfach sich mal wieder, es sind ja wirklich immer so Kleinigkeiten, die einem ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder die einem einfach mal wieder zeigen, hey,
Ich denke an dich und du bist immer noch der du für mich warst. Bestes Beispiel für mich ist da der WhatsApp-Verlauf. Wenn ich da mal ein bisschen weiter hochscroll und mich daran erinnere, was wir früher uns so gegenseitig hin und her geschrieben haben. Und Herzchen hier und Herzchen da und Herzchen hier und da und oh, und ich liebe dich und nein, ich liebe dich mehr. Und du legst zuerst auf. Okay, das schreibt man sich nicht, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Und jetzt ist es eher so, hast du das besorgt, das musst du noch bitte machen, kannst du hier noch, boah, ich schicke dir den Link von irgendwas, ich schicke vielleicht mal ganz kurz eine Meme noch zum Lachen, aber sich vielleicht auch mal wieder einfach eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, wie man es früher einfach gemacht hat, oder mal ein Gedicht oder irgendwas Schönes, was man früher auch so gemacht hat. Der Tobias Beck, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ja mit der größte Speaker Deutschlands und ich bin echt ein großer Fan von ihm. Der sagt ja zum Beispiel auch, dass man eben nicht in die Bestandskundenaufnahme kommt, sondern in die Neuakquise. Es ist doch tatsächlich so, wenn wir einen Mobilfunkvertrag irgendwo abschließen und du neu bist, dass du quasi echt den Arsch gepudert bekommst. Ja, und hier noch ein extra Handy und da noch eine extra, was weiß ich, Hauptsache du bist Kunde bei mir. Und kaum bist du Kunde, ist irgendwie so, ja, dann kündigst halt. Nur mir scheißegal. Ja. Und sich das vielleicht auch mal wieder ja, ins Gedächtnis zu rufen, ja, nicht in die Bestandskundenaufnahme zu kommen, sondern mal wieder in die Neuakquise zu gehen und mal den Partner wieder so zu sehen, wie man ihn einfach früher gesehen hat und diese Aufmerksamkeiten auch so zu machen. Genau. Ja, und dann macht euch mal wieder zur Priorität. Also, und zwar so richtig zur Priorität. Nicht nur so ein bisschen, sondern echt zur Priorität. Ich merke das bei uns. Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, dass es mit Babysitter bei uns auch immer so ein bisschen schwierig ist, aber es auch immer gar nicht mit Babysitter sein muss, sondern dass es wirklich auch im Alltag schon so eine Sache ist, dass man, dass Priorität Wäsche und Priorität Kochen und Priorität Kinder natürlich sowieso auf Platz Number One ist, aber das, was ist denn das alles, wenn wir nicht mehr sind? Und dass man sich wirklich auch mal wieder zur Priorität macht, sich Zeit zu nehmen, sich gegenseitig zu wertschätzen oder sich wirklich mal wieder zu küssen, sich zu umarmen, einfach mal wieder wirklich herzlich zueinander zu sein, mal wieder einen Spaß zu machen, zu lachen, einfach irgendeinen albernen Unsinn zu machen. Ich merke das so oft, so häufig und da ist mein Mann echt einfach das allergrößte Vorbild für mich. Der scheißt so dermaßen auf das, was andere sagen und der hat sowas von mega recht. Mir sind so Dinge dann in der Öffentlichkeit dann unangenehm, weil was könnten denn andere denken? Ja, du fuck off, was andere denken. Die haben halt einfach keine so eine Beziehung, wie wir sie leben. Und ich möchte albern sein mit meinem Mann und ich möchte glücklich sein mit meinem Mann. Und wenn wir mit diesem Glück auffallen, ja, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt was Negatives. Und dann ist es einfach meine Priorität, mit meinem Mann gerade eine glückliche Stunde, Minute, ihn zum Lachen zu bringen, irgendwas Lustiges zu machen und nicht die Priorität, was könnten die Nachbarn denken. Das merke ich einfach, dass häufig andere Dinge Priorität haben oder gesellschaftliche Normen plötzlich Priorität haben und nicht mehr wir oder irgendwelche anderen Leute, die irgendwelche Erwartungen an euch oder an eure Beziehung haben, scheißt einfach komplett drauf. Und ich muss nochmal sagen, mein Matzi ist einfach da das beste Vorbild. Der sagt schon immer, und das ist wirklich eine Sache, die uns auch ausmacht oder die er mir auch gelernt hat, scheiß komplett drauf, was andere machen. Nur weil andere Leute unglückliche Beziehungen leben oder nicht so frei leben können oder heißt es doch nur lange nicht, dass du das auch machen musst. Also nur weil alle trist rumschauen, heißt es doch nicht, dass du nicht mit deinem Mann draußen fangen spielen kannst, wenn du jetzt gerade Bock drauf hast oder irgendwo auf einmal anfangen kannst zu tanzen, wenn du da Lust drauf hast. Ja, es muss natürlich nicht sein, aber wenn du da Bock drauf hast, dann mach's doch einfach. Mach's doch nicht nur nicht deswegen, weil andere dann über euch reden könnten. Oder macht allgemein einfach die Dinge, die euch entsprechen und euch als Familie und unabhängig davon, was irgendjemand ja, von euch erwartet oder was du denkst, was andere von euch erwarten. Das ist wirklich eine Sache, die ich mehr und mehr und immer mehr und mehr von meinem Mann echt lernen kann. Das, wenn ich das einfach nur so könnte, aber das auch einfach, ja, sich vielleicht auch mal wieder zu erinnern, was man vom anderen schon lernen konnte, was einem wirklich so als Paar und als Team echt ausmacht, welche Stärken man gegenseitig hat und was, ja, was einem einfach so einzigartig macht als Paar und sich vielleicht auch nicht so, ja, nicht ein Beispiel an anderen zu nehmen oder irgendwie ein Vorbild an anderen, sondern wirklich zu gucken, wer möchte ich eigentlich für meinen Partner sein
Und wer sind wir als Partner und was macht uns eigentlich als Partner wirklich aus und wo sehe ich uns in 10 Jahren und was sind unsere Ziele und wo wollen wir hin? Das ist echt eine Sache, die ihr zum Beispiel in einer Date Night machen könnt. Das machen wir ja regelmäßig. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich ja für mich ein Vision Board habe, für mich privat, für mich mit meinen Kindern, für mich auch beruflich, weil es sich jetzt da gerade auch ganz, ganz viel tut. Und das habe ich auch angefangen, leider noch nicht so intensiv, wie ich es mir wünsche, aber auch mit meinem Partner, dass wir einfach darüber sprechen, hey, wie stellen wir uns eigentlich unsere Beziehung vor und wie soll das eigentlich sein in den nächsten 10 Jahren und wo wollen wir noch in Urlaub hin und welche Träume haben wir noch und haben wir überhaupt noch Träume und wenn nicht, dann hallo, also wenn du keine Träume hast mit deinem Partner, dann ab, ganz schnell, noch irgendwelche basteln, also einfach auch mal, ja, mal wieder wirklich träumen und gegenseitig sich überlegen, wo wollen wir eigentlich noch hin? Ich sehe das so häufig leider bei Bekannten, die haben jetzt halt ihre Kinder, ihr Haus gebaut, jetzt haben sie die Karriere, die sie erreicht wollen, ja, und jetzt? Das war's jetzt. Und dann fängt es irgendwie doch plötzlich an, dass man anfängt, an den Sachen zu nörgeln, die man so hat, weil, ja, gibt es ja jetzt sonst quasi nichts mehr anderes zu tun. Und sich da immer wieder, ja, einfach immer wieder so jung und so frisch zu bleiben und wirklich zu sagen, hey, wir haben noch so viel geplant miteinander. Ich habe da noch so Bock drauf. Und du, irgendwann sind die Kinder groß, wenn wir dann keine Pläne mehr haben. Ja, was ist denn da dann los? Ich denke mir echt, wie häufig sieht man denn auf der Straße so 80-Jährige oder weiß ich nicht, ja, ein älteres Ehepaar, das Händchen halten, miteinander rumläuft und sich vielleicht doch am besten Fall gegenseitig auf den Hintern klappst. Siehst du ja fast gar nicht mehr. Also Hintern klappst sowieso nicht, aber Händchen halten, das ist wirklich eine Seltenheit. Oder auch sich küssende ältere Paare. Und für mich ist es wirklich was Besonderes, wo ich zumindest hingucke und mir denke, wow, genau sowas wünsche ich mir. Und das ist so besonders, dass man eben auch den Mut haben muss, andere Wege zu gehen. Weil wenn die auch noch anfangen zu sagen, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, in unserem Alter läuft niemand mehr Händchen halten rum, dann machen die das auch nicht mehr. Aber die denken sich, fuck off, ich liebe den. Mit dem laufe ich natürlich Händchen halten rum und natürlich klappe ich dem auf dem Hintern, weil der richtig schroff ist, ja? Ich glaube, es ist echt an der Zeit, auch da die Wege zu gehen, auf die man Bock hat und nicht zu denken, wow, jetzt sind wir Eltern und jetzt müssen wir vernünftig sein und jetzt muss das alles für funktionieren und wir müssen überall pünktlich sein und der Vorgarten muss immer gepflegt sein und es muss immer alles aufgeräumt sein und die Kinder müssen funktionieren und wir müssen funktionieren und vor lauter Funktion bleibt irgendwie die Liebe auf der Strecke und diese Gefühle, die man füreinander hatte. Und das ist echt so das Worst-Case-Szenario, das ich für unsere Beziehung habe. Und ja, dem will ich auf jeden Fall entgegenwirken. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch für euch eine wunderschöne Geschichte, die mich echt total berührt hat und die ich jetzt mit euch teilen möchte. So, jetzt lese ich das erste Mal meinen Podcast vor. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also, was ist die Liebe? Die 5-jährige Veronika fragte ihren Vater, ob er ihr erklären könne, was die Liebe sei. Der Mann meinte verlegen, seitdem deine Mutter und ich uns getrennt haben, kann ich das nicht mehr sagen. Ich dachte, das wäre die Liebe gewesen, doch ich habe mich wohl getäuscht. Daraufhin befragte die Kleine ihre Mutter. Diese konnte ihr die Frage auch nicht beantworten und meinte nur, frag mal deinen Papa. Im Kindergarten fragte sie ihre Erzieherin, ob sie wüsste, was die Liebe sei. Diese sagte ihr lächelnd, Liebe ist ein Geschenk und wenn du groß bist, wirst du sie hoffentlich kennenlernen. Auf die weitere Frage, ob man Liebe auch kaufen könne, antwortete sie, nein, doch es gibt Menschen, die denken, dass Liebe käuflich sei. Egal wen Veronika nach der Liebe fragte, nie bekam sie eine Antwort, die sie zufriedenstellte. Doch irgendjemand musste ihr doch erklären können, was die Liebe ist. Sie fragte ihre neue Tagesmutter, ob sie wüsste, was die Liebe sei. Ja, natürlich weiß ich, was die Liebe ist. Und das Kind wurde ganz hellhörig. Liebe kannst du nur bekommen, wenn du auch Liebe gibst. Dann klopft dein Herz ganz wild und fühlt sich bunt und warm an. In den Ferien besuchte Veronika ihre alte Großmutter. Sie dachte, dass doch die Oma wissen müsse, was die Liebe ist. Immerhin sei diese schon über 50 Jahre lang glücklich verheiratet. Die Oma lächelte, als ihr die Kleine die Frage stellte. Sie ging schnell ins Haus und kam mit einer kleinen alten Schatztruhe wieder zurück. Schau hinein und du wirst die Antwort auf deine Frage finden. Veronika öffnete vorsichtig die Truhe. Sie sah darin einen Spiegel. Schau dich an, forderte die Oma sie auf. Du hast die Liebe in dir selbst. Dein Herz strahlt in den schönsten Farben und du darfst dich immer selber lieben, und zwar genau so, wie du bist.
Jeder, der sich selbst liebt, strahlt dies aus und zieht Menschen an, die ihn lieben können. Die Liebe ist immer in dir. Denk daran, mein Kind. Und damit möchte ich jetzt echt den Podcast auch beenden. Weiß, und da komme ich vielleicht wieder auf den Anfang zurück, in der ich die Phase hatte, in der ich ja einfach so unzufrieden mit mir selber war und die Dinge nicht mehr sehen konnte, für die ich so unfassbar dankbar sein kann, wenn wir nicht in uns selber ruhen und uns nicht selber lieben, unser Leben nicht lieben, nicht alles an uns lieben, dann können wir einfach auch niemand anderen lieben. Und der kann uns nicht das geben, was wir uns wünschen. Und wenn du anfängst, dich mal wieder darauf zu fokussieren, was alles wirklich schön in deinem Leben ist und für was du wirklich dankbar sein kannst, dann wird auch davon mehr kommen. Und wenn du dich im Spiegel anschauen kannst und sagen kannst, hey, das hast du echt gut gewuppt und es passt alles so gut, wie es ist. Und es ist, du hast dich gut entschieden, du hast einen tollen Mann, du hast ein tolles Kind und du bist einfach toll. Du kannst dir einfach echt selber einfach mal sagen, auf was du für dich stolz bist, auf was, dass du eben diese Entscheidung getroffen hast, mit diesem Mann ein Kind zu bekommen, dass du vielleicht auch die Entscheidung getroffen hast, weiß ich nicht, eine Pause einzulegen oder dass du die Entscheidung getroffen hast, etwas an dir zu ändern, um die Beziehung zu retten. Das ist alles eine Entscheidung, die mit dir selber beginnt und die mit der Liebe, die du für dich hast, beginnt. Und ja, die Liebe kann dir niemand anders geben. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, der diese Geschichte einfach noch mal ja, schön zusammenbringt. Jetzt hoffe ich, dass die Folge dir etwas gebracht hat, dass du ja, was für dich mitnehmen kannst, wirklich, das sind ja jetzt ganz persönliche Eindrücke, auch von mir. Ich bin ja, wie gesagt, weder ein Beziehungscoach noch ein Experte, wie gesagt. Wir führen eine ganz normale Ehe, zum Glück. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Wobei man da schon wieder fragt, was ist so normal? Also aus meiner Sicht eine ganz normale Ehe. Und wir sind nicht besonders oder irgendwie, keine Ahnung, streiten besonders wenig, das habe ich jetzt schon erzählt. Ja, wir sind einfach das, was wir uns unter einer Ehe vorstellen. Und das darf jeder so für sich definieren, wie er es möchte. Und das würde ich auch niemals bewerten von wem anders. Jeder darf so glücklich sein, wie er will. Ja, und jetzt wünsche ich dir natürlich, dass ihr euer Glück wieder findet, wenn du gerade in irgendeiner herausfordernden Phase bist. Und ja, dass dich der Podcast vielleicht wieder daran erinnert, wo ihr herkommt. Und das ist echt, wenn du in einer Plus-Plus-Beziehung steckst, immer Sinn macht, daran zu arbeiten, daran zu feilen und mit kleinen Tools einfach wieder ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr frischen Wind quasi in deine Beziehung bringst. Da fällt mir noch eine Sache ein, genau. Solltest du dich für ein Buch interessieren, kann ich dir nur von Herzen die 5 Sprachen der Liebe empfehlen. Da geht es nämlich darum, welche Sprachen der Liebe jeder spricht. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Unterschiede. Dem einen ist zum Beispiel wichtig, Geschenke zu bekommen. Dem anderen ist Wertschätzung ganz wichtig. Dem anderen sind so Kleinigkeiten, so kleine Aufmerksamkeiten total wichtig. Und in dem Buch kannst du einfach auch mal kennenlernen, welche Sprache so dein Partner spricht und dann vielleicht auch darauf eingehen. Oder du kannst natürlich deinen Partner auch einfach mal stecken, welche Sprache der Liebe du sprichst. dass da auf jeden Fall, ja, das kann auf jeden Fall auch mal helfen, die Kommunikation da wieder so ein bisschen zu stärken, weil es ja doch auch immer mal wieder vorkommt, dass man sagt, Mensch, der versteht mich einfach nicht und der hat schon Ewigkeiten keine Rosen mehr gebracht. Und wenn es die Sprache der Liebe ist, die du sprichst, dann würde das für dich ja auch bedeuten, dass dein Partner dich nicht mehr liebt. Und ja, wie gesagt, ich kann dir dieses Buch einfach nur wärmstens empfehlen. Lese es dir gerne mal durch. Ich hoffe, das hilft dir irgendwie. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich immer wieder, wenn du den Podcast bewertest, wenn du den Podcast empfiehlst, wenn du Muttersprache empfiehlst, wenn du mir auf Instagram folgst und ja, mich einfach supportest. Es ist einfach meine Vision, so viele Mamas, wie es nur irgendwie geht, zu erreichen und sie glücklich zu machen und ja, zu einem glücklicheren Leben zu führen. So, und jetzt höre ich auf und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis ganz bald. Schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr es halt hört. So, also bis dann. Ciao.